Boah, bald haben wir so alles rum. So mit Stier. Das ging schnell. War ich echt schon bei allen Netheriten? Oh Gott. Ich darf meinen Blob. Gib mir meinen Blob. Oh weh, was soll ich bloß tun? Die Präsentation unserer Frühjahrskollektion steht mit ihren Lacktüchchen schon auf unseren seidenen Fußmatten. Und ich habe immer noch nicht die richtige Farbe für meine pflegeleichte Abendkollektion Thyssenilda gefunden. Ich bin ruiniert. Ich bin mit meinem Nervkostüm am Ende. Bitte, du musst mir helfen. Streif durch die Talkreuzung, durch den Talkreuzgang und kundschafte die aktuellen Farbtrends für mich aus. Ich kann in diesem Jahr, ich kann in diesem Zustand unter keinen Umständen unter die Leute. Bestimmt ist meine Haut in einem jämmerlichen Zustand. Ob all dieses Stresses und die ersten grauen Haare in meinem fein gezwirbelten Bart sind auch nur noch eine Frage der Zeit. Was haben die für Sorgen in Ulda? Wenn du herausgefunden hast, welche Farbe gerade im Kommen ist, kannst du dir direkt Leotru, na, ich Mistengilde davon in Kenntnis setzen. Sie wird dann mit dem Färben der Stoffe beginnen. Du hast mein absolutes Vertrauen. Ich bitte dich schnell, erlöse mich aus diesem elenden kreativen Blockade. Nö. Aber nur nö. Nein, nein, das sieht ja furchtbar aus. Dieser senfgelbe Farbton beißt sich ja total. Mit dem Pink meiner Haare. So werde ich zum Gespött der gesamten Perlengasse. Dabei will ich für mein Speckelchen doch gut aussehen. Was? Hol lieber nochmal die Tunika von gerade raus. Dir gefällt ihm bestimmt besser. Wenn er gut drauf ist, lässt er mich vielleicht wieder seinen Schwabbelbauch kneten. Das ist zu viel Info. Oh, ich darf gar nicht daran denken. Was sagst du? Mein Hängebauchschweinchen wartet auf mich. Oh weh. Wenn er wegen der anstrengenden Steherei auch nur einen Onzen abnimmt, werde ich mir das nie verzeihen. Ha, ich hab's. Wir gehen heute Abend einfach zu dem Gridanien mit dem fettigen Baumhörnchen-Steaks. Den kann er nie widerstehen. Oh mein Gott, was ist das für eine Beziehung? Ich glaube, besten sollte man seinen Partner nicht. Ich glaube, ich überspringe den Gladiator. Naja, das ist ja keine Gladiator-Quest. Das ist ja... Ne? Das ist eine Quest in Ulda. Aber die Quest würde ich auslassen. Falls du die Nebenquest alle machen willst. Lass die aus. Die Herz in sich. Hey. Mein Hängebauchschweinchen. Alter. Das war too much. Sei gegrüßt, was führt dich zu uns? Wenn du gerade Langeweile haben solltest, könntest du mir vielleicht einfach zur Hand gehen? Bitte nicht auch wieder irgendwas Komisches. Die Sache ist die, in Ulda findet demnächst ein Bankett einiger wohlhabender Bürger statt. Und die scheinen dort alle in neuen Kleidern aufkreuzen zu wollen. Unsere Auftragsbücher platzen aus allen Nähten und allein mit unserer Stammbelegschaft werden wir diesen Arbeitspensum niemals bewältigen. Ich stehe ja auch auf meine Gedanken, aber das ist zu viel. Wie, du willst etwa die Speckrollen nicht kneten? Hallo, Daki. Oh, du hast gerade ein bisschen was verpasst.
Deshalb benötigen wir für die nächsten Wochen dringendst einige Aushilfskräfte, die uns bei einfachen Arbeiten zur Hand gehen. Könntest du vielleicht welche für uns anwerben? Motivierte Schneider und Designer, die auf Aufnahme in unsere Gilde hoffen, finden sich normalerweise zuhauf direkt vor unserer Tür. Schau dich einfach mal um. Heiße vielversprechende Kandidaten willkommen. Was hat die für ein Problem? Hat die noch nie eine Tür aufgehen sehen? Oh, das hat sie gehört. Am besten probieren wir es direkt mal aus. Tu einfach so, als würdest du mich anwerben. Aber ich würde dich nicht anwerben. Ja, das machst du ganz ausgezeichnet. Wäre ich nicht schon hier angestellt, würde ich mich glatt selbst bewerben. Natürlich. So, die Sachen lese ich aber tatsächlich mal nicht. Die wiederholen fast alle nur das Gleiche. Ich kann das mit deinen Türen nachvollziehen. Als ich in Shadowbringers die Kistenträger gesehen habe, bin ich denen auch erstmal eine Weile gefolgt. Nein, ernsthaft? Ja, gut. Warum nicht? Nee, mich hat das eben nur verwirrt. So. Hinher, 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 so. Hä? Moon Moon. Na gut. Das ist. Lauernder Egel. Netter Name. Hoch. Ich mache das gerade eigentlich auch nur, damit ich mal in Ruhe essen kann. Deswegen überfliege ich das umsonst, das weiße. Süße kleine Schleimfitze. Und wie ist die Anwerbung gelaufen? Sicher konntest du dich kaum retten vor Interessenten. Nicht? Hoffentlich lässt sich trotzdem jemand hier blicken. Tja, im Modebusiness wird ein rauer Wind. Weht ein rauer Wind. Das hat sich vermutlich schon rumgesprochen. Nur die hartgesottensten unter den Abenteurern bringen es bei uns zu etwas. Bei den Webern. Okay. Ich habe Fragen, aber ich akzeptiere es. Okay, der interessiert sich für keine Farben. Das ist auch in Ordnung. Wisst ihr eigentlich, wie gut das tut, endlich mal was zu essen? Die herzliche Spinne. Okay. Ich frage mich manchmal, wie die Leute zu ihrem Namen gekommen sind. Mein gelber Mond. Herzliche Spinne. Ich habe auch noch nichts gegessen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja gestern recht früh gegessen. Und dann hatte ich irgendwie... Gut, Frühstücken tue ich ja eh nie. Ich weiß nicht, morgen, ganz früh morgens kann ich einfach nichts essen.
Kriege ich ganz, ganz selten mal was runter. Vorm Stream hatte ich noch keinen Hunger. Ja, und dann war 15 Uhr. Und dann fing der Magen so langsam an zu rumoren. Und dann musste ich. Dann konnte ich nicht mehr aufschieben. Das Gute ist, dadurch, dass das Abendessen dann ein bisschen später wird, habe ich morgen längere Zeit keinen Hunger mehr. Das heißt, morgen esse ich wahrscheinlich nur einmal. Ich weiß, ich esse verdammt unregelmäßig. Leider. Juhu. Telvin von der Weber-Gilde schickt dich. Der Gute macht einen arg gestressten Eindruck in letzter Zeit. Konnte er sich endlich auf eine Farbe festlegen? Oh, du hast eine Umfrage durchgeführt? Dann lass mal sehen. Zwei Stimmen für Rot, je eine für Grün, Weiß und Schwarz. Eine Enthaltung und eine modische Geschmacksverirrung. Sieht aus, als hätte Rot das Rennen gemacht, was? Wie praktisch, dass ich gerade eine ganze Wadenladung Opo-Opo-Stoff geliefert bekommen habe. Der lässt sich nämlich prima als Farbkatalysator einsetzen. Der strenge Geruch hält auch nur wenige Wochen an und verschwindet dann. Fast vollständig, aber auch nur fast. Du siehst aus, als... du siehst also, wir sind gar nicht so kauzige Quacksalber, wie Leute für gewöhnlich denken. Ohne uns Alchemisten fehlte es dem Leben auf jeden Fall an Farbe. Das stimmt. Luna! Hallo! Und noch kochen, damit ich vor 20 Uhr gegessen habe. Also ich habe tatsächlich schon vorgekocht, aber ich wollte das halt noch nicht jetzt essen. Ich wollte das halt erst heute Abend essen. Und ja. Weil ich hatte mir vorhin halt, oder von gestern auf heute Fleisch aufgetaut. Noch, was wir noch in der Kühltruhe hatten. So kleine Putensteaks. Da habe ich auch für Frutus einen schon fertig gemacht. Damit er das nachher essen kann. Ich habe ihm sogar das Größte gegeben. Und ja, dann habe ich mir noch Bohnen gemacht. Frisch aus meinem Garten. Und ja. Dann muss ich nachher halt nur noch die Kartoffelsachen machen. Und dann habe ich innerhalb von 15 Minuten mein Essen. Ich glaube sogar weniger. Aber wahrscheinlich dann erst nach dem Stream. Mal gucken. Luna, wie geht's dir? Was steht denn bei euch heute so auf dem Essensplan? Oder wisst ihr das doch gar nicht? Ich meine, wenn wir jetzt gerade so vom Essen reden, ne? Ja, super, das freut mich, Luna. Ich könnte meine Sucht in dir stillen. Deine Sucht? Deine Sucht? Was denn für eine Sucht? Will ich's wissen? Oder weiß ich, und hab's nur wieder vergessen. Mit der Blutsucht. Ah, okay. Muss mal schauen, was so da ist. Ich hätte ja sein können, dass du schon weißt, was du essen möchtest. So, nur TK-Pizza. TK-Pizza hätte ich auch noch, aber kein Bock drauf. Das muss nicht heute. Hat mir das Spiel endlich gut. Ja. Sehr schön. Dies freut mich, Luna. Ja, mein Werk ist verendet. Merkt ihr meine Worte? Diese Formel wird uns bekannte Alchemie für immer uns bekannte Alchemie für immer verändern. Ein kleines Stück von dem Tonikum und selbst das leichteste Fieber wird sofort ausgetrieben. Aber ich muss es erst noch testen, Abenteurin. Während ich mehr davon herstelle, würde ich dich bitten, diese Menge hier zur Perlengasse zu bringen. Zu einem Mann namens Landebert. Soweit ich weiß, schauen die anderen Flüchtlinge zu ihm auf. Überzeuge Landebert davon, seinen Leuten mein Tonikum zu verabreichen. Ich verlange auch nichts dafür. Schließlich wäre es ein enormer Fortschritt, wenn es sich als effektiv erweisen würde. Oh, und als Alchemist ist es natürlich meine Pflicht, mich um die Kranken und Verletzten zu kümmern. Viel zu teuer, aber egal. Ich hab Spaß. Das ist die Hauptsache, Luna. Hauptsache ist, dass du Spaß dran hast.
Habe ich irgendwas, was ich hier reintun kann? Davon habe ich ja noch recht viele. Arschball. Nee. Sonst leider nichts. Sonst leider nichts, aber... Kannst du mir schon mal Geld einzahlen? Dann ist zumindest schon mal ein bisschen was in der Gegenkasse drin. Nicht viel, aber etwas. Wie bitte? Arzneimittel für die Kranken? Mhm. Das könnte unseren Leuten in der Tat gebrauchen. Vielen Dank. Wir sind nicht auf den Kopf gefallen, Mädchen. Für euch mag es lediglich ein Experiment sein. Bevor uns geht es um Leben und Tod. Die Wahl zwischen dem Gesöff dieses Typen oder gar nichts ist daher nicht wirklich eine. Stufe 3 und WB Mina. Es gibt nicht viele Leute, die sich freiwillig hierher begeben, aber du hast es getan und dann auch noch Medizin mitgebracht. Es wäre unhöflich, sich dafür nicht gebührend zu bedanken. Diese Vase war einst... Ach, das ist doch egal. Wir wollten sie ohnehin gegen Nahrungsmittel eintauschen. Ich weiß, es ist lediglich ein altes Stück Keramik, aber vielleicht ist es ja von Wert für Sammler von kulturellen Artefakten. Ich habe von anderen gehört, die ähnliche Ware an solche Leute verkauft haben. Vielleicht kann dir ja ein Händler auf dem Saphirstraßenmarkt die richtige Richtung weisen. Oh, nur vielleicht. Hat noch jemand das Gefühl, dass wir heute bei FF sitzen bleiben? Nein, wir spielen nachher noch Lotro. Ich weiß halt nur noch nicht wann. Ich denke mal so ab 19 Uhr. Willkommen, willkommen. Wonach mag einer anspruchsvollen Dame wie euch für heute der Sinn stehen? Lasst mich mal einen Blick auf diese Vase werfen. Ich hoffe, ihr habt euch für diesen Schrott nicht von zu vielen Münzen trennen müssen. Eine wahre Flut von ähnlichen Objekten anderer Flüchtlinge hat zu einem absoluten Überangebot für eine ohnehin geringe Nachfrage geführt. Die Märkte sind unbeständig, meine Dame. Wenn man die Trends aus den Augen verliert, kann man schnell alles verlieren. Einst habe ich das gleiche Schicksal erlitten. Damals trugen Marktviertel meinen Namen. Bis Schicksal und Überheblichkeit meine Geschäfte zunichte machten. Aber ich bin immer noch hier und mein Name wird schon bald wieder jedem ein Begriff auf diesen Straßen sein. Mhm. Oh, ich komme endlich zur Krämerklingel. Nice. Hat dir lang genug gedauert heute. Nein. Wobei doch. Wäre ja gar nicht mal so verkehrt. Kaktonade kann damit hin. Das kann damit hin. Ich trinke gleich was, Luca. Trinke sofort.
Da. Na gut, er muss noch weiter. Welchem Level ist er? Also, das ist nur das. Okay. Also das war das. Dann brauche ich hier noch. Und so, ich habe noch mehr von diesem Honig bekommen. Egal. Die Fische beide erstmal. Gut, und den Honig lasse ich da jetzt auch erstmal drin. Muss ja alles seine Ordnung haben, ne? Na, verkaufen kann ich dann noch. Gut, da hinten sind noch ganz viele Quests. Mach ich aber gleich erst. Moment, wenn wo im DD-Check ein DD geht, wir es trotzdem schaffen. Nice. Sehr, sehr nice. Ich gehe jetzt erstmal raus hier. In der letzten Sekunde, noch. Das war aber sehr knapp. Kann ich? Ah nee, hier ist gerade nur nichts. Yay, weil es so viel Spaß macht. Aber wie, ja. Stufe 5. Oh ne. Diese Schildkröte will mich aufessen. Diese Schildkröte wollte mich fressen.
brauche mehr von den Viechern. Ja. Kitty, seh dich. Ich weiß, dass du da bist. Ich sehe dich. Ich habe einen Stalker. Yay, noch mehr Quests. Und wie gefällt's dir in Ulda? Schon eine Menge Kontakte geknüpft? Ich hoffe, du erwähnst bei den hohen Herrschaften auch ab und zu den guten alten Wimond. Informationen ist genauso wertvoll wie jedes andere auch. Und die kann ich bieten. Oh, übrigens, ich hätte da was für dich. Tu mir doch bitte einen Gefallen und bring dieses Schreiben zu Josias beim Palais Platin. Warum fragst du? Nun, selbst als Neuankömmling wirst du sicher bald die Vorteile zu schätzen lernen, eine gute Beziehung zu jemandem wie mir zu haben. Und nun geh. Warum? Nun geh. So. Punkt. Sei bloß vorsichtig mit den Sachen. Wenn du etwas zerbrichst, ziehe ich dir das von deinem nächsten Gehalt ab. Oh, hallo. Was mein treuer Diener da für mich trägt, fragst du? Nun, dabei handelt es sich um die von mir höchstpersönlich gewonnenen Preise aus dem neuen eröffneten Goldsaucer. Du hast doch nicht von dem Goldsaucer gehört. Bei den zwölf, meine Liebe, wo lebst du denn? Erfreue dich an dem Anblick der majestätischen Vögel, die auf den Pisten der Schokoborennen entlang sausen. Beweise dein taktisches Geschick im Wettstreit gegen andere an den Triple-Try-Tischen. Im Goldsaucer kannst du das und noch vieles andere mehr erleben. Und wenn du dich dabei geschickt anstellst, wird aus dir auch noch eine wohlhabende Frau. Ein hervorragender Ort, um nach einem harten Arbeitstag ein wenig Dampf abzulassen. Wie oft wird er eigentlich neu eröffnet? Sehr oft? Oh! Und habe ich bereits die überaus reizenden Häschen dort erwähnt? Aber ich schweife vom Thema ab. Ja, du fragst dich sicherlich, wie in Tals Namen auch du endlich in den Genuss der zahlreichen Vergnügungsmöglichkeiten im Goldsaucer kommen kannst. Stimmt's, oder habe ich recht? Nö. Meine jetzt Zeit. Man hat echt cool mitgemacht. Die Instant Challenge. Regeln waren nur Level 1 bis 5 Rüstung anziehen, kein Food, keine Heiltränke. Das war voll. 8 Leute und 4 versus 4. Wer mehr schafft, hat gewonnen. Okay, ja gut. Klingt interessant. Ich muss mir einmal ganz kurz die Haare zumachen. Wir haben knapp verloren, weil die anderen ein bisschen mehr geschafft haben. Ah, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, aber es klingt auf jeden Fall cool.
Hatte ich das jetzt schon gelesen? Nee. Ha, dachte ich mir. Nun, heute ist dein Glückstag, meine Liebe. Zufällig halte ich gerade ein goldenes Luftschiff-Ticket in meinen Händen. Angesichts meiner heutigen Gewinne bin ich durchaus in Geberlaune. Hier, das ist für dich. Zeig das Ticket einfach bei den Mädel drüben am Luftschifflandeplatz vor. Und schon kann die Reise ins Vergnügen losgehen. Sei gewarnt, sollten wir uns mal an einem der Triple-Try-Tische begegnen, werde ich nicht mehr so gönnerhaft sein. Hehe. Nur 8 Tage. Ich muss bei WoW spielen. Bei mir sind es tatsächlich noch 10. Zumindest wurde mir vorhin angezeigt. Kitty, ich schreibe dir gleich mal was im Discord. Bevor ich es vergesse. Okay, sonst weiß ich, dass ich es wieder verpeile. Und ja. Und wem sind wir dich immer auf? No. Danke. Ja, war das hier? Achso, das war Samurai. Um Gottes Willen. Nein. Noch nicht. Aber. Ja, bald. 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 Sehr, sehr bald. Hallo, meine Liebe. Was führt dich zur Gilde der Faustkämpfer? Steht dir der Sinn nach etwas körperlicher Betätigung? Oder solltest du es wie ich zwar nicht in den Fäusten, dafür aber Faustdecken in den Ohren haben? Bist du eher die Frau mit dem Riecher für ein gutes Geschäft? Dann kommen wir vielleicht in selbiges. Ich treibe nämlich regen Handel mit den Faustkämpfern und versorge sie zum Beispiel mit Handschuhen und Brustschützern aus Leder. Leider ist letzteres zurzeit rar am Markt. Wenn ich die horrenden Preise dort zahle, kann ich genauso gut direkt Konkurs anmelden. Wenn du mir aber ein paar Fälle von Schnappspitzmuren besorgen könntest, sieht die Sache schon anders aus. Für dich würde ich natürlich einen angemessenen Anteil dabei rausspringen. Kaufmännisches Ehrenwort. Schnappspitzmühle laufen im zentralen Tanalan in Scharen rum. Für ausreichend Rohstoff ist also gesorgt. Wie du den Rohstoff abbaust, überlasse ich dir. Dir wird schon was einfallen. Okay. Da muss ich hin. Was führt dich zum Palais Platin? Ein Schreiben von Vimont? Ausgezeichnet. Lass mich kurz einen Blick auf den Inhalt werfen. Gute Arbeit. Vimont kriegt einfach alles raus. Der Vogel ist gerupft. Überlass ihn den Hunden. Ha, als ob ich es geahnt hatte. Oh, was ist das? Nun, unsere Leute von der Faustkämpfer-Gilde werden häufig zum Personenschutz angeheuert. Leider sind Vimonts Nachforschungen zu den finanziellen Verhältnissen dieses potenziellen Kunden wenig erfreulich. Unsere Kämpfer sind, unser Kapital und das investieren wir nicht ohne Gegenleistung. Der schutzbedürftige Vogel wird sich bald selbst verteidigen müssen. Ich will das auch haben. Ich bin so müde, Luna. Du hast so viel geschlafen jetzt. Das ist nicht normal, das weißt du. Kannst du nicht immer müde sein? Was ist denn los? Und gestern? Luna, und gestern? Siehste? Siehste? Hey du, was guckst du so? Hast du mir was zu sagen, hä? Nun, dann sage ich dir mal was. Kennst du Didi Lata? Knapper Kasse, pleite, zahlt nie seine Schulden zurück. Ja, der verdammte Hund. Mach ihm klar, dass er mit der Kohle rausrücken soll. Ansonsten werde ich ihm gehörig in den Hintern treten.
Wenn ich den kleinen Miskel irgendwo sehe, werde ich das vermutlich trotzdem tun. Also, zieh los und sag's ihm. Mhm.